Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenna ist der Pujan, der so komisch guckt, hier, so mach mal Duckface. Das ist, achso, ich mach mal Magnum. Ja, mach mal Colt Sievers. Und jetzt machen wir MacGyver, James Bond und machen wir Pujan. Sehr gut, genau, in die Nase rein, genau. Ja, wir haben heute den 4. September. Nee, echt? Und am 4. Was die Zeit vergeht. Ja, ehrlich, also, das ist klar. Pass mal auf, 4. September, da haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe. Beyoncé, Beyoncé Knowles, ja, heißt also sie. Nichts wissend. Genau. No so, less. Na, nur weniger nur mit einem S. Weniger wissen. Mit einem S wird sie halt... Die Ische von Jay-Z. 1981 ist sie geboren und hat dann halt so tolle Lieder wie Destiny's... Nee, die war in der Band Destiny's Child. Damit ist sie berühmt geworden. Genau. Dann kam Jay-Z, hat sie mal richtig schön berühmt gemacht auf der Berühmtheitscouch. Ja. Knack. Ein bisschen mit der Hüfte klimpern. Und ja. Was denn für eine Berühmtheitscouch? Der Jay-Z hat so eine Couch, so eine Coaching-Couch. Nee, wie heißt die? Was läuft denn da auf der Couch? Badabum, badabang. Ja. Am 4. September haben wir aber auch eine Begebenheit gehabt, von der du berichten möchtest, Pujan. Von der ich berechnen möchte. Berechnen. Etwas Positives und etwas nicht ganz so Positives. Positiv, am 4. September 1972, Mark Spitz, zu dem Zeitpunkt der weltbeste Schwimmer überhaupt. Dagegen können alle anderen, die danach kommen, hier Michael Phelps und sowas, können Wasserschlucken gehen, und zwar das Pipi-Wasser. Der war richtig krass, der war voll krass drauf. Der hat nämlich bei den Olympischen Spielen in München mit der US-Langstaffel viermal 100 Meter seine 7. Goldmedaille bei den Spielen gewonnen. Und das sieht man hier. Also nicht da unten gucken, sondern hier, die ganzen Medaillen. Und das mit Pornobiken. Wo man heute weiß, dass so ein Pornobiken so ein bisschen Wasserwiderstand und so weiter und so fort, er hat es trotzdem geschafft. Ja, trotz Pornobalken. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, da haben wieder irgendwelche asozialen Terroristen, in dem Fall waren es leider palästinensische, haben die Olympischen Spiele genutzt, sind in das jüdische, in die israelische Unterkunft eingedrungen, haben Geiseln genommen und dann fing ein Geiseldrama an, das leider unschön geendet ist. Und das war übrigens der Grund, warum Deutschland dann gesagt hat, okay, wir brauchen eine Spezialeinheit gerade für sowas, und da kam GSG 9 ins Spiel. Aha. Das ist am 4. September passiert. All das. Und am 4. September hat auch der Erfinder Thomas Alva Edison das erste Gummibärchen erfunden. Das erste Kraftwerk in Manhattan eröffnet, ja. Erste öffentliche Kraftwerk. Das ist doch die deutsche Techno-Band, oder? Kraftwerk. Ja, genau. Die hat Edison gegründet. Ja. Einfach nur, der alte Rocker, weil er für seine Kunden der Glühbirne sozusagen ein Kraftwerk schaffen wollte, damit die Glühbirne überhaupt nutzen können. Hm. Verstehst du? Und Thomas Edison, Knaller, Thomas Edison war so produktiv, der hat 1000 Patente angemeldet. Und zwar alle zum gleichen Thema. Das musst du erstmal hinkriegen. Nein. Nein? Nein. Unterschiedliche. Verschiedene, ja. 1000 Patente weiß man gar nicht. Aber der Thomas Edison... Hat er die Glühbirne immer wieder neu angemalt und gesagt, so, und das ist Glühbirne blaue, gelb. Grün, eine pinke. Blau. Die funktioniert nicht, möchte ich anmelden. Ja, genau, so war das. Okay. Ja. Am 4. September ist aber noch was passiert. Ja, und zwar im deutschen Fernsehen beginnt die Live-Übertragung der Lottozahlen. Das ist der Hammer. Und seitdem verprasse ich mein ganzes Gehalt, 5 Euro im Monat, hier auf die 24. Ja. Hast du mal gewonnen? Nee, und ich verstehe das nicht. Ich kreuze wirklich immer nur eine Zahl an in dem Kästchen. Ja, und nicht mal die. Und die kommt halt nicht. Und wenn sie kommt, heißt es, ich habe nicht mehr als einen richtigen. Das gibt's doch gar nicht. Ich verstehe es nicht. Nee, ich habe schon mal alles angekreuzt. Ich würde mich da echt beschweren. Bei wem? Ja, mache ich. Super Idee. Das war's wieder von Schoki Banoki Daily. Ich hoffe, es hat euch etwas mehr Spaß gemacht als mir. Morgen geht's mit ihm weiter. Auf mich müsst ihr noch ein bisschen verzichten. Insofern sagen wir bis dahin. Cheerio, Miss Sophie. Gute Zeit und man sieht sich. Ciao.